Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Minecraft Feed the Beast mit mir, dem McFly, der Anonymous und auch dabei der Gorobai. Der bestaussehendste, hübscheste, tolleste und Quarry hat gefunden, das ist gar nicht so weit weg, wie ich dachte. Bescheidenste. Ich bin nie mehr bescheiden. Bescheidenste, ja, höchstens. Hat er nicht gesagt. Bist du bescheuert? Das bist du auch, ja. Das ist doch irgendwie Beleidigung, die man gegen den Kopf werfen kann. Gut. Oh, weißt du, jetzt hast du es wieder geschafft, jetzt heult er wieder. Wer einmal pro Tag jemanden zum Heulen bringt, das ist meine Devise. Check. So, wie ihr sehen könnt, habe ich hier ein bisschen weiter an meinem Turm gearbeitet und er ist gerade ein Gerippe. Weil ich mir dachte, jetzt wo ich endlich mit dem Gerippe. Oberen Stockwerk zufrieden bin. Deiner einzigen Pracht. Muss ich ja mal, Hoch im Norden weht ein rauer Wind. Ja, ne? Gut, dann vielen Dank fürs Zusehen. Ja, ne? Das war auch alles, was wir euch sagen wollten für heute. Schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Let's Play Feed the Beast Unleashed. So sieht's aus, Leute. Ist das so gemacht? Jo. Mach mich etwas nervös hier, ist mein Flugdings ist so schnell. Es ist so schnell! Es ist so schnell! Es ist so schnell! Es ist so schnell! Unlimited Power! Unlimited. Guten Pop! Kaubin! Guten Pop! Sattel! Ah, guten Pop! Spannendes. Lapis Lazuli! Lapizli Luli! Was? Ja, genau, Max. Das wollte ich sagen. Lipslipli. Close. Wer kennt es nicht? Das gute alte Lipslipli. Hab ich das da auch so? Nimm alle Konsonanten aus Lapis Lazuli. Lapis Lazuli raus. Dann kommt so Lipslipli. Ach, Maxi. Du bist ja schon süß irgendwie, ne? Dieser Max. Ich weiß. Kriegt auch die meisten Zuschriften von weiblichen Fans, ne? Kann man an der Stelle ja mal sagen. Oh yeah. Oh yeah. Kriegt er? Hat er mir ich erzählt. Ich glaube schon. Also da es keine gibt, kann man da ja alles behaupten. Keine weiblichen Fans? Oder keine weiblichen Fans? Nein, das habe ich nicht behauptet, aber keine weiblichen Fanpost. Also keine Fanpost. Ja, also... Der keine Fanpost kriegen, das war gelogen. Hier übrigens auch unser Postfach nochmal eingeblendet. 55100 Mainz. Wo war das denn nochmal? Ja, Kika früher. Echt was? Ja, auch schon. 55100 Mainz. Da kommt man immer die Zeichnung hinschicken von seinen komischen, ja, genau, Kindern, die so eine wunderschöne Sandmann-Zeichnung gemacht haben. Von seinen komischen Kindern? Ja. Ich finde alle Kinder komisch, also nicht im positiven Sinne. Es ist so schön, dass du keine Kinder kriegst. Wobei, ich glaube, Anne kriegt später noch ein paar Kinder. Ja, weißt du, vielleicht noch so aus Angst dann, ne? Wenn plötzlich so der Selbsterhaltungstrieb des Menschen so in mir durchkommt und ich dann so denke, also ich höre dann so die biologische Uhr ticken, ne? Und dann. Genau. Wir haben ja Männer zum Glück nicht. Nee, aber da geht das bis ins hohe Alter. Außer man wird durch einen tragischen Unfall verstümmelt. So wie es zurzeit in den Kinos zu sehen ist. Hä? Was? Kennt ihr nicht den Film Vater freuen? Klingelt nix. Nee. Ja, da wird er von einem Frettchen verstümmelt. Einem Frettchen. Lore, schafft ihr kein Frettchen an. Fuck. Nein. Das war mein Lebenstraum, von dem ein Frettchen haben. Das ist mein Jugendtraum. Ein Jugendtraum? Mensch, das ist doch ein Jugendtraum! Oh, das schlägt gerade so hart, weil ich meine neue Gegend erkunde, das ist so übel. Ach. Und ich wundere mich. Ich wundere mich auch, warum ich die Sachen nicht abbauen kann. Max! Ich muss hier gerade ein bisschen abkühlen, ich bin in einer riesigen Wüste. Da musst du zu Fuß laufen.
Nicht mal das, weil durch das Speedboost wird er trotzdem mega warm. Das fliege ich nice. Also spazierst du jetzt so ein bisschen. Ja, ich fliege gerade zurück. Ah, ein Berg! Dunk. Au! Oh nein, ein Berg! Ja, wenn plötzlich so ein Berg vor dir auftaucht. So. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, zumindest die Zuschauer von Kaffeebecher LP, ob sie später, wenn Max ja bald seinen neuen PC kriegt, auch mal seine Sicht sehen wollen. Meine Güte, ich kann den Kürbis nicht abbauen hier. Ja, es liegt aber nicht mal an mir. Ich bin mir dabei den Gefühl, die mir wieder bekannt sind. Also wollt ihr auch mal Maxis Sicht sehen? Ich nicht bin stark Maxis dagegen. Gesicht, nicht Maxis Gesicht, sondern Maxis Sicht. Mein Gesicht werdet ihr auch sehen bekommen. Ich werde auch eine Webcam kaufen. Bitte tu uns das nicht an. Facecam. Die Facecamen mit Dorre und Anne. Bitte nicht. Und alle mit Facecam. Anne mit Facecam. Alle mit Facecam. Es gibt da draußen Kinder. Gerade deswegen. Und ich! Gerade deswegen? Boah. Du meinst, du hast ein kinderfreundliches Gesicht, oder? Oh, nein. Alter Schwede. Oh, besser. Aber Albträume entstehen auch nicht aus nichts, ne? Oh, hat man das gehört? Aber ist das mit der Monster AG? Nein, hat man nicht gehört. Monster AG. Ja, dann bin ich ja zufrieden. Da kam Hirn mit, oder? Nein, ich weiß nicht, was da alles mitkam. Ich muss erstmal aufwischen. Sondern nicht vorne und hinten alles gleichzeitig rauskam. Oh, das wollen wir gar nicht wissen. Das sind Dinge, von denen ich gar nichts wissen will. Lass mich doch in Ruhe. Und texte mich nicht zu. Das ist Maxi, von dem ich gar nichts wissen will. Oh Maxi, ja, oh Maxi. Das Interesse. So, oh Maxi, sag mal, hast du kein Gewissen? Oh Maxi, ja, dann kannst du dich verpieseln. Und ich kann das auch nicht aufladen, das Jetpack. Was ist denn da hinten? Oh Maxi. Muss ich etwas klitzekleines einbauen hier? An dieser Stelle grüßen wir Urban Hero, das werdet ihr zwar nicht sehen, aber er hat mich gerade bei Steam angeschrieben. Oha, hi Abby. Immer dieser ja, Urban Hero. Immer dieser Urban Hero. Wie konnten wir uns darauf einlassen, dass der ja, uns... Das verstehe ich auch nicht, ne? Hättest mal so unter uns gesprochen, ne? Was habt ihr euch damit angetan? Ist das nicht... Die Frauenquote musste aufrechterhalten werden. Ja, nachdem so, Conny ja, raus war. Seems legit. Da. Gut, dass da jemand vorgearbeitet hat. Ich glaube, das war sogar ich. Glowstone, Redstone. Ich verfolge Tore. Achso. Schon eine ganze Weile. Ich möchte jetzt das tun, was Conny gesagt hat, dass man das hier vielleicht rausnehmen kann. So, jetzt bin ich nochmal gespannt. Was möchte er? Was ist passiert? Beide so. Und ich habe keine Ahnung, was ihr gerade macht. Ein Wunderwerk der Technik. Myring. Gepriesen sei der Herr. Gepriesen sei der Herr. Was ist denn passiert? Anne, bist du bei deinem Turm? Ach ne, bist du beim Lagesystem, ne? Ja. Kann man damit einfach alles nehmen? Ich glaube ja. Oh, wie cool. Es buggt halt nur so ein bisschen, weil der Block halt vor meiner Fresse rumfliegt. Ja, ich sehe es. Wo bist denn du? Ach, da rum. Kommst du raus? Komm mal hier in den Vorraum. In den Vorraum? Was ist das? Es ist ein Holzklotz. Und warum hast du den da so in der Hand? Ach, das ist ja wie bei Portal. Ja, die Gun. Ja, was ist da jetzt der Vorteil von? Hey! Das ist ein Nachteil. Ja, der Vorteil. Auch das Hühnchen? Auch das Hühnchen? Das Hühnchen? Wo ist das denn? Hier? Oh, Leute. Das wirkt ein bisschen hilflos. Wo bist du? Ich hätte nicht mal Falldamage.
Oh! Es ist zerplatzt. Kann man alles anheben? Warte mal. Nein, uns kannst du nicht anheben. Ach, und Conny meinte, wir können damit die Rubberbäume effektiver machen. Ja, genau. Ganz genau. Die Effektivität steht ja nur im Vordergrund bei unseren gewissen Herren. Man kann alles anheben. Ich mal vom Kanal und lass alles stehen und liegen. Wir wollen ja mal nicht sticheln, ne? Nein, nein, ich stichle nicht. Ich sag so, wie es ist. So, Glowstone. Ich kann gar nicht richtig fliegen. Oh, die Schallplatte ist richtig scheiße, Tore. Die Schallplatte ist geil. Voll nö. Ich hab schon wieder vergessen hier. Wie war voll das nö. Jetzt? Einfach nur voll nö. Nee. Glowstone in der Mitte, Redstone. Redstone. Dicky Pisten, Enchanted Book. Wiring. Und so irgendwie, ne? Oder wie war das? Du kannst die Cushion Pages. Perfekt. So. Dafür brauchte ich nämlich noch was. Was machte man nochmal mit der Frying Pan, die wir haben? Mit dem aus dem Twilight Forest? Mit der King Slime Frying Pan? Achso. Servomotor, genau. Weiß ich gerade gar nicht. Hm. Interessant. Ja. Oh. Sehr. Oh. Eisen. Ach, ich habe ja hier ganz viel gebrannt. Eisen. Kupfer. Gibt es gar keinen Zoom-Knopf? Zoom? Nee, Zoom nicht. Das ist eine Mod, die nicht bei vielen ist. No. Kronki hatte immer in seinen Let's Plays. Ja, finde ich halt, find ich jetzt auch ganz vorteilhaft, wenn da nochmal so zu so klicken und dann sieht man da hinten, wie Tor da hinten rumfliegt. Was er da vorne treibt. Mach mal die Wirings. Ich mach das wieder heile, was der Creeper kaputt gemacht hat. Achso. Carpenter, Redstone, Copper Ore Berries. Gold. Dagmar haben wir noch jede Menge von. So, ein paar Gold Cables. Gold Cables. Gold Cable. Gold Digger. He's a gold digger. Way all the town. So. So, was machen wir als nächstes? Was verunstalten wir als nächstes? Weiß nicht, aber du hast gerade auch kein Bauwerk, ne? Das macht dich natürlich immer zu so einem potenziellen Gefahrenherd. Das ist richtig. Wir brauchen ja im Prinzip 4 davon und jetzt habe ich... Also Maxi, um nochmal einfach nur so ein bisschen privaten Schnack hier reinzubringen, ne? Ich habe ja gestern Total War gespielt, The Rome, und ich muss sagen, ich bin... Ja, es ist. Es hat so Vorteile. Also Total War habe ich ja schon ein bisschen angetestet. Und Total War fand ich persönlich bis jetzt tatsächlich eigentlich ganz interessant, das, was ich gespielt habe, dieses Rome Total War 2. Ja. Aber ich habe es noch nie wirklich so lange ausprobieren können, von wegen, ich habe angefangen und habe eine Kampagne durchgespielt. Ja, das habe ich ja gestern gemacht. Das Tutorial halt hast du. Was ja schon eine gute Kampagne ist. Du hast dieses Scheiß-Tor gespielt und hast es noch nicht gespielt. Wer? Ja. Aber das war zu dem Zeitpunkt auch nicht so teuer. Ich hab's ja im Angebot gekauft. So. Ich hab das gestern auch für irgendwie 11 Euro oder 12 Euro gefunden und dachte ich mir. Ich kann es dir. Ich weiß nicht, ob ich es dir an. Ja, ganz ehrlich, ich werde mir sowieso irgendwann holen oder hier, sobald ich meinen neuen Rechner habe, wahrscheinlich. Einfach damit ich. Rechner auch ein bisschen belasten kann. Nein. Also, ich will was sagen, die Folge ist zu Ende. Ist das echt schon? Ja. Ja, okay. Ja. So, wir drauf fast. Wir wollten doch pünktlich werden und so. Ja gut, dann vielen Dank fürs Zusehen. Schalt das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Let's Play auf dem Kanal von Kaffeebech. Ach du Kack. Ja, und hier sind wir alle voll gelangweilt und voll motiviert. Wir sind hier total motiviert. Max, wo hast du meine CD hingelegt? Deine CD liegt im Plattenspieler. Nee, das tut sie nämlich nicht. Dann liegt sie in der mittleren Kiste. Miau.
Okay, vielen Dank fürs Zusehen. Schaltet das nächste Mal wieder ein, weil das heißt Let's Play Minecraft with the Beast bei Anonymous und bei Kaffeebecher LP. Bis dahin. Tschüss! Jaut's genau!